So. Guten Tag, wir sind da. Ist das mein Zimmer? Hatte ich schon immer den Tisch hier drin? Egal. So, wir sind wieder da. Letztes Mal haben wir unseren ersten richtigen Auftrag gehabt und verkackt. Feeling better? Wegen ihm. Hi. If you're up for it, how about a little walk into town? I have a few things I need to pick up. Okay, und sonst so Snow? Geht's deinem Arm besser? Alle bitchen über Snow immer rum. Ich gebe ihnen so ein bisschen, ja. Lass nicht zu übertreiben. Es ist einfach, Snow einfach zu hassen als Rich Kid. Aber na gut, dass er so aufgewachsen ist. Mit so einem typischen, egal was du machst, es ist immer richtig. Hat ihm nicht geholfen. You're already up and walking? You know, you did quite well back there. Yeah, it was amazing. I was really worried for a while there, but the commander escaped with only a small injury too. I can't believe you two. Didn't you see what happened back there? The commander's wounds were hardly small. Well, well, shouldn't the ex-captain with a seriously injured arm be getting some rest right now? Let's go. Come on, we should get going too. Yeah, all right. Hat unser Kommandant sichtbare Wunden? Oh, don't worry about me. I'll be more careful next time. You'll see. Anyway, I need to get some mega medicine. You'll come with me, right? Ah, ja. Also, und wie gesagt, ne, also ich denke, dass er so erzogen wurde. Du kannst, macht immer alles richtig, egal wie dumm er eigentlich ist. Hat ihn sehr geprägt. Also gebe ich mehr dem Vater die Schuld oder so. Oder der Mutter vielleicht, keine Ahnung, die kennen die mal nicht. Aber na gut. Das soll aber nicht alles entschuldigen. Mega-Medizin willst du haben in der Stadt? Itemladen. Item. Hier, da sind wir. Schauen wir mal, was sie haben. Doch. Ich habe gehört, dass sie hier Mega-Medizin verkaufen. Ich wollte den Kontakten welche besorgen. Wenn sie genug haben, gebe ich dir auch welche ab. Ist vielleicht ganz praktisch, weißt du? Yay. Gut, dass normale Medizin nicht sehr stark ist in dem Teil. Macht Sinn. Sieh an, der junge Snow. Es ist mir eine Ehre. Bitte achte nicht auf den Schmutz hier. Na gut, eine Frage, Ladenbesitzer. Gibt es hier Mega-Medizin? Ja, natürlich. Ich packe euch sofort etwas ein. Thanks, Bitch. Bitte sehr. Vielen Dank. Gehen wir. Herzlichen Dank, bla bla. Standardgerede. Ja. Angebot kein. Aber ja, stimmt schon, ne? Wir haben 90 HP so schnell mittlerweile. Normale Medizin bringt's kaum noch. Naja. Was soll's? Oh. Sieh mal, es heißt, dieser Ritter habe Kommandant Glenn gerettet. Siehst du ihn? Neben den jungen Herrn Snow. Ach, du meinst den Jungen dort? Der ist ein Ritter? Den sehe ich hier manchmal bei Botengängen und so. Jedenfalls muss ich der junge Herr mit einem starken Ritter an seiner Seite recht sicher fühlen. So, gehen wir. Ja. Ja. Sorry, Snow, I guess. Die sind auch sehr fies, die Leute drumherum, muss man sagen. Kritik ist ja schön und gut, aber... Du bist nutzlos. Sei froh, dass du den dabei hast. Na gut, das haben sie nicht wortwörtlich gesagt, also... Aber egal. Medizin für den Meister... Meister Glenn vor allem, ne? Audienzkammer wird da nicht sitzen. Wo sitzt denn der? Oder ist er doch nicht? Ich glaube, wir haben seinen Raum oder sowas noch nie betreten. Waren bisher nur hier oben drin, aber ich glaube, es ist nicht hier. Nee, macht keinen Sinn. Der Audienzraum ohne ohne Stühle, aber ein Stuhl gibt es. Cool. Ich hoffe, dass ein Audienz kommt ein bisschen zu früh. Ja, warte halt hier. Okay, stehst da so rum. Egal. Stundenlang. Nein. Oh, hey, Fungi.
bin mir noch nicht sicher, ob es die Haare sind oder ein Hut. So ein Kochhut oder so. Egal, hey, Dom, es ist beinahe Essenszeit für den Kommandanten. Geh mal besser in die Küche. Okay. Tust mir einen Gefallen und gibst dem Kommandanten die Medizin. Tut mir leid, ich hab noch zu tun. Ach, Dom, auf dem Schiff. Ich konnte meinen Arm wirklich nicht bewegen. Du glaubst mir doch. Okay. Ich glaube dir, ja. Aber das ist halt keine Ausrede. Oder kein ausreichender Grund, um es mal so zu nennen. Das Zimmer des Kommandanten sollst in das Zimmer des Kommandanten nur gehen, wenn du ein wichtiges Anliegen hast. Oh wait, ich soll das Essen mitbringen. Die Küche war ja neben unserem Schlafraum, witzigerweise. Wieso dampft das hier grün? Egal. Na, du bist da. Bring ihm das Essen hier, davor, bevor es kalt ist. Okay. Kommandanten Mahlzeit. Also ein typisches deutsches Wort. So lang. Im Englischen ist es wahrscheinlich einfach nur getrennt. So ist es halt. Egal. Oh, herein bitte. Hallo, klopf, klopf. Oh, wie ist das denn? Ans Bett gefesselt? Oh. Thank you. As always. Tja, kein Ding. Oh, what's this? Das ist Medizin von Snow, ja. From Snow? My. I suppose he is trying to redeem his honor in some way. Hey. I'm sorry. I'm sure you don't want to be doing these menial chores forever. Commander, please. Never mind. We can discuss that later. For now, I just need to eat. Oh, yes, sir. You were there, so I'm sure you saw. But that pirate was... Commander! Oh. I'm sorry. Let me be alone for a while. But Commander! Now, that's an order. Okay, let's go. Commander, if there is anything you need, please send for me right away. The medicine is on the table. Right. Los, raus hier. Wir stören nur. Warum sieht sie eigentlich aus wie ein Jester? Ihr Outfit ist so roh. Keine Ahnung. Komisch. Damn it. Who the hell are you? What do you want from me? Die Rune, die du von Brandau hast, sieht schlecht aus. Hey, Dor, du kannst jetzt gehen. Ich werde seine Tür bewachen. Bewachen? Wovor denn? Ich meine, wir sind bei uns zu Hause in unserer Festung. Bewachen ist, glaube ich, das falsche Wort. Beaufsichtigen wäre vielleicht noch nicht ein nettes Wort, aber ein echteres Wort. Oder willst du sein Leidgeschrei hören, du böses Mädchen? Nein. Okay, und jetzt? Ja, können wir mal rausgehen. Oh. Okay. Okay, Schiffe. Und? Huh. Oh. Hey Leute, habt ihr mitbekommen, was los ist? Wie wollen wir vorgehen? Kämpfen wir? Weiß ich nicht. Wir sind ja jetzt auch Soldaten, also würde ich sagen, wir kämpfen. Aber vielleicht eher eine bessere Idee. Was sollen wir tun? Ich kann mich nicht entscheiden, was zu tun ist. Oh, toll. Na. Ich will nicht alles entscheiden. Ich bin auch nur einer von euch, ein normaler Soldat. So, was sollen wir tun? Diese Leute sind... Ich weiß auch nicht, so.
Okay, sag ich mal, wir kämpfen. Du hast recht. Im Moment ist das alles, was wir tun können. Also gut, ich gehe voraus. Tschö. Dann du auch. Das ist offenbar unsere einzige Wahl. Ich gehe zu unserem Schiff. Schiff? Und ein Schiffskampf? Ja. Kämpfen wir. Du hast recht. Ich gehe zum Hafen. Tschüss. Wahrscheinlich auch. Hast mal rausgeschaut? Nee, also ich hatte Sequenz. Aber ich höre was. Was sollen wir tun? Kämpfen wir. Ja, du hast recht. Tut mir leid, ich war in Panik. Ich gehe sofort zum Hafen. Okay. Als frischer Neuling. Ritter. Wir können nicht weg. Ach, ihr seid noch die Schüler. Oh, Piraten überall. Die Piraten sind gekommen. Gehst du in die Gegenoffensive? Was macht ihr? Ach so. Sammle deine Leute und bereite dich auf den Angriff vor. Seid ihr fertig? Okay. Das war eine Ansage. Nur wenn ihr die Schüler noch beschützt oder sowas. Gegen mögliche Eindringlinge. Eindringlinge. Okay. Wo sind die Leute? Ach doch, du bist es. Nimm das Schiff im Hafen, es ist auf. Okay. Vergeltung? Wieso? Piraten Dario. Okay, Piraten. Aber was vergelten? Voraussetzung für den Sieg. Hol dir den Sieg im Kampf gegen Piraten. Okay. Eilo, mach das Setup. Siehst du das dort? Das sind zwei feindliche Piratenschiffe. Wie? Ein Schiff hat zwei Arten von Rohnkugeln. Oh nein, haben wir doch auch jedes Mal. Das ist wohl das Flaggschiff. Ein anderes Schiff hat anscheinend nur die Feuerrohre. Chips. Du sitzt komplett fest am Boden. Blitz ist stärker als Wasser. Okay, du bist also komplett Bullshit. Snow, okay. Hat er das festgemacht? Ich nehme natürlich. Ach, Feuer. Okay. Feuer gegen den einen, Wasser gegen den anderen. Ich habe kein Wasser. Ich selbst bin Wasser. Aber einen anderen Captain nicht. Scheiße. Du spam mich blind Feuer. Gewinne ich nicht. Dann brauchen wir neutral. Scheiße. Okay. Machen wir es so. Okay, ich glaube, was Julie bei Wasser war. Lass mich dich verändern. Hab mir einen von denen. Ach, na gut. Also Stück vorfahren. Ich steuere dich, okay. Okay. Dann wird der dorthin fahren. Wie Reichweite hast du? Kann es bis hier fahren oder bis hier? Erst. Oh, ich bin noch mal gut. Ich könnte natürlich. Das ist nicht gut. Gefällt mir nicht, aber was soll's. Oh yeah! Oder auch Blitz! Oder auch Donner. Ach, je nachdem. Okay. Ach, auf ihn. Ja, ich kann ja nur Blitz. Yay. Okay. Ja, Angriff. Ich könnte den schießen, dann hebt sich das auf und wenn der durchkommt. Gib mal ein bisschen Schaden hin. Mein Gott. Er ist Matsch. Ich bin noch vollkommen OP. Diese sechs Masten oder was das sind, sehen total bescheuert aus. Oder was sollen das für extra Stangen sein? Ja, schieß halt. Oh, Neo, Nayo, schießt, wer war das? Wir haben nicht gesehen.
Holz. Einfach Beruf da. Lunen, Kanone, Feuer. Es ist sogar eine Feuerkugel. Aufhören! Wir haben es geschafft. Sieg! Yeah. Sind so gut. Arr. Oh Gott. Mit ihnen zu spielen hat Spaß. Was? Hat mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Na, Leo war das. Okay. Papi, damit meinst du, sie haben sich heftig gewehrt, nicht? Ach, verdammt. Kannst einfach den Mund nicht halten. Genau wie deine Mutter. Außerdem hatten wir dieses Mal nicht vor, sie zu schlagen. Wir haben getan, was uns aufgetragen wurde. Okay. Also gut, meine Herren, raus hier, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Donk. Oh. All right. Now's our chance. After them. But Captain, everyone else is standing by. We can't go solo. What? If we hesitate now, the name of the Knights of Gaion will be put to shame. Now just go! Yes, sir. Ich glaube, Snowy hat so eine Art Auffassungs- und Lernschwäche. Hm? Na, der will es wohl wissen, was? Was machen wir mit dem? Jetzt ist lustig, den werden wir mit Mann und Maus versenken. Los, die sollen was erleben. Hi, Captain. Auf sie mit Gebrüll. Beim letzten Mal hat Snow Ärger dafür bekommen, dass er nichts gemacht hat. Also hat er jetzt gedacht, okay, dann mach ich was. Das ist seine Auffassung. Ja. Ach, Dorp. Hier ist nicht Snows Schiff? Dieser törichte Snow, immer auf dem Ruhm und Ehre aus. Dorp, wir müssen ihm helfen. Ja. Wir müssen Snow helfen. Schnell oder wir haben keine Wahl. Endergebnis ist das gleiche. Ein Moment. Okay. Ja, wir haben wohl keine Wahl, oder? Ich weiß, aber er ist erledigt, wenn wir ihm nicht helfen. Alle Mann vollbereit. Bald sind wir in Reichweite. Also sorgsam zielen. Ruhmmunition ist teuer. Hi, Captain. Captain Snow, das ist keine gute Idee. Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Kanonen, Gefechts, klar. Du weißt doch noch, wie das geht. Seh nur, Verstärkung. Da kommt Verstärkung. Was? Hä? Oh. Ja, muss ja, ne? Hallo, wir sind wieder da. Ja, das ändert die Sachlage. Bei mehr Gegnern wird es zu riskant. Wir warten wohl besser das Rückspieler. Hi, Captain. Okay. Die Szene hat keinen Sinn, außer Snow nochmal doof dastehen zu lassen. Bisschen biased, aber gut. Ist aber schwer, einen Charakter zu bewerten, wenn er halt so geschrieben ist. Der Feind zieht sich zurück. Nein. Sieht aus, als hätten wir es rechtzeitig geschafft. Na gut, wir haben nichts getan, außer Hallo gesagt und gewunken. Hey, wir kommen. Gerettet. Ach, du böses Junge. Lina, also doch. Ich kämpfe nur, wenn ich gewinnen kann. Das ist das Geheimnis des Überlebens. Er ist nicht ganz falsch damit. Ich bin Dario, Schüler der großen Piratin Kika. Das vergesse ich nicht so schnell. Ich komme wieder. Okay. Toll. Von der habe ich noch nie gehört. Wer ist das denn? Wer ist das? Piratin Kika, I guess. Dob, bitte geh schnell wie möglich, Kommandant Glens Zimmer. Nur Dob, Vizekommandantin. Snow wurde ebenfalls eingestellt. Komm Dob, rasch. Wer sagt denn noch rasch? Naja. Ich bin alleine, natürlich.
Auf zum Kommandanten. Njom. Tür Nummer 2. Ich bin unterwegs. Ah, viele Ladescreens hier, aber sind ja keine langen, ne? Dort, Zimmer, geh rein, keine Ahnung. Guten Tag, was geht? I was watching the battle earlier. Your decision was a wise one. Continue to stay alert. Now, Snow. Commander, I... You disappoint me. Think about teamwork for once. Don't you realize only a fool chooses to fight alone? That's all. You may both go. Yes, sir. Okay, tschüss. Was ist noch was? Dieser Snow, er braucht mehr Disziplin. Wie gesagt, er hat das gemacht, was er beim letzten Mal, was er gelernt hat. Aktionen machen, also ne, was unternehmen. Dorp, du siehst mir da aus. Du solltest dich ausruhen, solange es noch geht. Okay, hier ist ein Bett. Darf ich das benutzen? Na, natürlich nicht. Viel Spaß euch zwei. Ob man das heißen mag. Oh, hi. Du hier? I stood my ground yet once again. They give you the credit. It's not fair. He still treats me like I was a trainee. I'm sorry. Would you please forget everything I just said? I'm a little confused. Das glaube ich sogar. Wenn er jetzt die ersten Male halt so ein bisschen, ne, Rückschlag für seine Aktion bekommt. Nicht mehr von Papi, alles was du machst, ist gut zu hören. Das ändert etwas, aber gut. Nach wie vor, er ist halt doof. So. Kein Verständnis, der Typ. Wohin jetzt? Wieder nochmal zum Hafen, zu unseren Leuten zurück. Und wir haben jetzt keinen Auftrag. Wir wurden halt angegriffen, wir haben uns verteidigt. Haben unsere Leute am Hafen gelassen. Sind sie noch da? Ich sehe keinen. Hey Dorf, wie geht's dem Kommandanten? Ja, er chillt so vor sich hin, ne? Vorne ist berühmte Halle der Ritter. Ja gut, das wissen wir. Wir gehören dazu. Kommst du vor, was mit deiner Aufgabe? Welche Aufgabe? Ich bin gerade komplett ziellos. Oder euch was verpasst? Oder soll ich pennen gehen oder so? Hey Schiffsmann. Willst du an Bord des Schiffes? Eigentlich nicht. Neulich Piraten gehen, die sich unsicher machen. Na gut. Habe ich Ziel? War das doch nicht das Handelsschiff? Ach, keine Ahnung. Hier ist auch nichts los. Okay, gehe ich halt pennen. Hätte ich. Wird schon stimmen. Es hieß ja, ich soll mich ausruhen, solange ich kann. Okay, ja gut. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Das heißt zwar nicht immer in Wirklichkeit geschlafen, aber hier schon. Schalaf, schalaf. Leb wohl, mein Liebling und meine Kinder.
I guess. Okay. Doch, bist du das Kommandant? Glenns Essen ist fast fertig. Ah, also komm. Küche. Wieso bin ich der Bote? Ich meine, ich würde sagen, wäre eine Snow-Aufgabe. Ha! Aber das vertrauen sie wahrscheinlich gar nicht an. Bringst du ihm das? Was bringst du ihm das bitte? Kommandant isst immer alles, darum habe ich ihm noch etwas dazu getan. Blablabla. Ganz brav gelernt, immer auf Essen. Aber sind ja nicht Soldaten überall? Hättest du nicht jemand anders sagen können? Irgendein der random Ritter? Ach, egal. Könntest du einen Moment warten? Wir sind schon gut. Komm herein. Komm herein, Dorf. Komm, das. Was? Er kann das ruhig hören. Whatever. Ich dachte, etwas ganz anderes zu tun. Was zum. Worüber reden Sie da? Warum darf Dorf. Ja, ja. Ja. Hallo. As for those pirates the other day, it appears they were hired by someone. They weren't acting alone. Moreover, they weren't the usual bunch who pillaged the neighboring seas. So, Commander, how are you feeling? Don't worry. It seems I'm needed in battle after all. I'll recover quickly to that end. There's no question that someone is trying to provoke our knights. Since this morning's report shows no pirate movements, may I suggest you use this time to rest, Commander? Ausruhen. Do you good. Noch mehr ausruhen. See what I have to put up with? A vice commander who confines me to bed. Who's in charge around here anyway? Please, Commander, you realize that I'm only concerned for your health. Huh? What's going on? Party! Es werden ja immer mehr. Ja gut. What? An attack? How could this be? The report didn't say anything about this. So they came after the Nassail birds. But this may actually be our chance to finally discover our enemy's true identity. It was because of what I said that time. Commander, what am I to do? Hurry. Prepare our forces. They must not be allowed to land. Go. Yes, sir. Come on. Prepare to attack. Auf dem Weg. Sind unsere Naselvögel so besonders? Ich meine, gibt es nicht auch woanders für und von anderen Menschen benutzt oder sowas? Ja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell. Rasch. Ja, schon. Oh, noch nicht. Vice Commander. Yes, sir? I have a favor to ask. Do not allow anyone to enter the hall for the time being. Do you understand? What? But why? It's an order. I understand, sir. I will not allow anyone to enter the hall. Good. Now go. But Commander, I only... You have your orders. Now go. Raus! No. Okay. It looks like there's big trouble outside. I came to inform the commander about it. Ich glaube, der hat das mitbekommen. Snow, perfect timing. I want you two to proceed downstairs and gather everyone together. Yes, ma'am.
Knights of Gaian, brace yourselves for battle. We mustn't allow these dastardly pirates to come ashore. Use whatever means available. Yes, ma'am! One last thing. I have an order from the commander. Until further notice, you are not to come near the hall for any reason. That is his strict order. Now, hurry! Right, okay. Let's go! Dorb, ich geh auch. Das wird offenbar ein langer Kampf. Bist du bereit? Gehen wir, Dorb! Gut, ich bin bereit. Gehen wir, Dorb! Hallo, hallo, hallo! Oh mein Gott, wir haben eine volle Gruppe. Sie ist Level 11. Wir haben mich fast eingeholt. Wir sind jetzt ein oder zwei Tage Ritter. Naja. Oder wir sind schnell, sehr schnell gealtert. Je nachdem, was man unter Level versteht. Irgendwas zu tun. Ich denke nicht, ne? Spitzhutwächter. Haben wir eigentlich nichts an Ausrüstung? Können wir ihre Sache eigentlich wegnehmen? Oh, könnte ich, theoretisch. Ja, und Magie plus, okay. Ja, komm. Ich nehme an, wir kämpfen wieder vorne. Die Schiffe bei der Menge könnten uns einfach so zubomben, dass wir niemals in die Schiffe kommen, aber gut. How did they get this far? Let's go. Oh. Warum kommen die überhaupt an Land? Sagt doch, bombt einfach mit euren Schiffen uns nieder. Naja, gut. Na, was haben wir denn? Pirat und Pirat. Jetzt kriegen wir einmal alles auf ein. Sie was aushalten. Okay. Aha, aha. 30, 50 ungefährisch. Ich glaube 100 HP, nicht mal 75 oder so. Okay. Donk, donk. Come on, wie viel Dodge wollt ihr haben? Ja. Ey, jetzt muss ich da wirklich nichts mehr zu machen. Wir haben ja gar nichts Relevantes. Oh, come on. Na cool. Autsch. Na komm, jetzt nicht mehr dodgen. Dann geht das doch. Ah, Level Up. Halt, ist auch wieder voll. Schön. Hätte ich Level 11 sein sollen, wie sie ungefähr? Maybe. Na gut. Guten Tag. Was haben wir? Also, sie hast Donner und Wasser. 100 für alle. Duh. Und ich glaube, du hast den auch. Aber du hattest Feuer. 100 für einen Gegner. Aber mit dem Blitz zusammen. Ja. Grill. Da lebt noch was. Der erwartet. Haha. Wir sind böse. Wir töten Menschen. Jedes RPG ever. When is this gonna end? Nehmt an, ihr seid wieder ungefähr gleich stark. Einfach so machen wieder. Nur mit das Kenneth so wenig haut. Oder gebe ich wieder das mittlere Ziel. Vielleicht ist der Pirat einfach mehr tanky als die anderen. Brauch ja nur mehr Rüstung haben, 10 oder sowas. Na, noch mehr. Oh. Mit der Blitzmagie können wir 100 Gegner auf einmal fast töten. Also, was soll's. Link. This is pointless. We have to do something about the enemy out at sea. Nö. No whining, come on!
They're going to fire at us. Wir haben nicht gemeckert, by the way. Er hat nur was festgestellt. Er senkt die Schiffe, kein Nachschub. Ja, macht Sinn. Guten Tag. Was haben Sie vor, Mister? Alle bleiben stehen. Los, stecht sie ab, alle. Sie sind abgelenkt. Das sehen. Retreat! Retreat at once! Oh, damn. Massenvernichtungswaffen in Schiffs kämpfen ist problematisch. What was that just now? Everyone listen to me. Do not enter the hall. Our priority must be assisting the injured. Now go. Katharina verlässt die Gruppe. Kenneth und Joel auch. Tschö. Okay. Lebt er noch? Bist du nur verwundet, bewusstlos? Gefallen. Einfach nur tot. Ich frage mich gerade, wo Snow ist. Gute Frage. Bitte geh nicht in die Halle. Okay, ich hab dich vor. Dor, bitte hilf den Verletzten. Ich bin dabei. Nein, nicht wirklich. Kann ich helfen? Bin ich ausgebildet in Sanitätsgedöns? Sunny! Bist du verletzt? Nö, ich hab. Mir geht's gut. Was war das? Eine Rune. Ich meine, Runen sind ja jetzt nichts Unbekanntes. Jeder Ritter hier hat eine zum Waffenbedienen und so weiter. Ne? Und du da? Geht's dir okay? Wir haben diesen Ort bewacht, okay? Das heißt, hier gibt's keinen Eingang. Ich weiß ja nicht, wie ihr den Ort bewachen konntet, wenn da Schiffe sind, die in den Hafen schießen, aber gut. Das war's, mir gibt's nicht anzuwählen. Ich denke mal, dann habe ich keine Wahl, außer mal in der Halle nachzuschauen, wo wir nicht hin sollen. Hashtag vorgegebener Weg. Nein. Ja, komm, wir können jetzt im Kreis rennen für nichts. Ist jemand hier? Die Schüler hier am Verstecken oder so. Nö, kein Mensch da. Na gut. Wir gehen ja schon zum Kommandanten, was wir nicht tun sollen. Ist halt unser einziger Anhaltspunkt, wo irgendetwas passiert sein könnte. Mäh. Nehmen wir an, sein Zimmer ist gerade leer. Es ist abgesperrt. Okay. Weißt du nicht, war zu? Er ist ja eh oben und wollte ja ungestört sein. Hi, Snow. I said not to come. Ich hab nichts Besseres zu tun. What's going on? You idiot.
Okay. Huh? Huh? Vice Commander! What is it? Well, we just received a report that a knight has entered the hall. Recall him at once. The commander must not be disturbed. Yes, ma'am. Was ist passiert? Commander! Commander? Noch ein random Toter? Okay. You! Did you do something to him? What is it? Commander Glenn is dead. He collapsed right in front of me. And then he vanished. What? It was him. He did it to the commander. Ich würde ihm jetzt widersprechen, aber... Hm. Oh Gott. To be fair, das ist das, was er gesehen hat. Ne? Unsere Hand leuchtet, er löst sich auf. Na gut. Vielleicht trotzdem ein bisschen vorstellen, ohne weitere Informationen, das so zu sagen. Aber ja, aus seiner Sicht lügt er nicht wirklich, ne? Ja, ich weiß, ich verteidige Snow die ganze Zeit. Rakeji, sock deine Mutter. Ein Junge benannt Rakeji. Gut. Ich sehe dich später, sei vorsichtig. Ich habe das Gefühl, heute mache ich einen guten Fang. Wart's nur ab. Okay. Die nach irgendeiner Vergangenheit von irgendwem. Na gut. Njom. Ups. Habe ich es aus Versehen weggedrückt? Weiß. Eigentlich. Ah, automatisch aufgeht, deswegen. Nein, bitte, gib mir den Gnadenstoß. Erlöse mich aus meinem Elend. Oh. Bist du Brando? Also. Oder ist das was anderes? Nee, du hast... Weiß ich nicht, du hast anderes an. Thank you. Oh. Rakuji, take care of your mother. Someday, we'll be together again. I promise you. Okay. Willst du sagen, dass Dorp den Kommandanten Glenn beseitigt hat? Ist das wahr, Snow? Was genau hast du gesehen? Snow, ich weiß, du bist ein kluger Bursche. Ja, er hier ist das Problem mit Snow. Jetzt reiß dich zusammen und sag uns, was geschehen ist. Der Kommandant lag am Boden, als ich kam. Dann brach auch Dorp zusammen. Ich kam zu spät. Habt ihr das gehört, Vizekommandantin Katharina? Offenbar brach zwischen ihnen und dem Kommandanten ein Streit aus. What? Aber der Kommandant stritt nie mit seinen Rittern. Er hat sie immer gerecht und gleich behandelt. Dann war er vielleicht nicht damit zufrieden, nur gleich behandelt zu werden. Doch, wie könnte das sein? Es ist klar, dass Dorf eine Sonderbehandlung von Kommandanten erwartete. Das erklärt vielleicht, weshalb Snow auf diese gefährliche Mission geschickt wurde. Sag lieber nichts. Ja, und wieder. Snow ist ganz toll und gut. Er hat nichts falsch gemacht. Und jeder glaubt ihm einfach, oder? Hey, come to think of it, Commander Glenn was inexplicably injured during the incident with the escort ship as well. Maybe the same kind of thing happened then too. What do you think? Ja, nicht ganz falsch. Bruno hat was getan, auch dort. I'm coming in. Okay. Lass mich kurz vorher anziehen. We have settled on your punishment. Okay.
You will be exiled from the kingdom. You will be cast out to sea. And you are never to return to Gaien. Warum? You will depart tomorrow. Until then, you are confined to your quarters. Ja, ich wollte schon sagen, aber ich habe nichts getan. Womit werde ich bestraft? Wo sind irgendwelche... Gibt es ein Gericht oder sowas? I know you would not try to escape. But I must lock this room until tomorrow morning. It's nothing personal. I'm sorry, but you should be grateful that you aren't to be beheaded. Fuck you. Dann würde ich aber mich wehren, glaub mal. Naja. Oh mein Gott. Titelkleidung. Listen, I believe you, all right? When he's ready, please escort him to the harbor. I'm sorry. Let us go. If fortune favors you, it's possible you may be picked up by a passing ship. Commander Glenn trusted you. I don't understand why it had to come to this. Was that trust misplaced? Nö. What was it? Fare thee well. I never imagined that we would lose you like this. All right. Prepare to sail. Tschüss. Okay. Seufzt. Vizekommandantin, ihr scheint müde. Ja. Snow als neuen Kommandanten zu haben. Na schön. Scheint irgendwie... Ja. Ich kann mich an seinen Wunsch nicht immer widersetzen. Kommandant Glenn hat das mal gesagt. Ich erinnere mich. Genau das ist ja auch wieder passiert. Ich fühle mit euch, ja. Wir sollten jetzt zurück zur Halle zurückkehren. Ja, Kommandant. Ich fühle mit euch. Wie sollte irgendjemand verstehen, wie mir zumute ist? Ach, viele Menschen haben ihre Liebe verloren, keine Sorge. Du bist nichts Besonderes, I'm sorry. Ich chill jetzt einfach, cool. Na dann. That was pretty rough. Hallo? Hey, we thought we'd tag along for the ride. Come on, let's row towards land. We brought oars with us. I believe they're back here somewhere. Warum guckt er so komisch zu mir beim Bücken? Egal. What's wrong? Alles klar? Something just made a strange noise. Wir sind auf dem Meer, hier gibt es viele Knatschgeräusche. Ach du Scheiße. Hey, I've seen him working at a shop in town. Let's see. It's Chipu, right? Die Katze, die ich nicht streicheln konnte. Sehr passendes Kommentar. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin mit vielen Schiffen mitgefahren, um die Welt zu sehen. Schön für dich. Weißt du... Ach, ihr braucht jetzt nicht damit zu kommen. Wie hart so ein Leben für jemanden in meinem Alter ist. Außerdem werde ich einmal ein ganz großer Händler. Seine Träume muss man schon ein paar Schwierigkeiten auf sich nehmen. Also, wohin ist dieses Schiff unterwegs? Dieses Schiff wurde aus bestimmten Gründen steuerlos ausgesetzt. Auf jeden Fall werden wir nicht in die Königreich Gaien zurückkehren können. Oh, ich verstehe. Das ist also ein Verbandenschiff. Aber irgendwie müssen wir doch wohl hin.
Ja, du hast recht. Ja, ja. So, mach jetzt doch weiter. Ach, was soll's. Ich kann ja vorwärts fahren, I guess. Wait, bevor ich irgendwas tue. Shifu Level 6. Jewel Kenneth. Ich hab jetzt die neue. Ich hab die Rune bekommen. Aha. Ewiges Martyrum. Minus 300 für Dinges. 30 selbst. Ja. Und Heilmagie. Du hast gar nichts. Toll. Nochmal Feuer. Kein Helm. Ich kann den Lotterieticket auf dem Kopf kleben. Hier. Na gut. Nimm an. Nach wie vor gar nichts. Wir können doch was ankern. No. Viel gibt's hier nicht. Aber wir haben eine. Oh ja. Ein Koje. Oh, 10 Medizin, 10 Dampfbällchen. Cool. Und ein Save Point. Naja. Und weiterfahren. 10 Dampfbällchen. Ich muss mal im Kampf einen benutzen, um zu wissen, wie gut die sind. Ja komm, Sprung einfach vor, bis irgendwas passiert. Fliegenechse. Komm mal rein. Oh, das ging ja. Ah. Njum. Noch mehr. Übrigens, wie sich das neu bewaffnet mit Doppelschwert. Und Kenneth habe ich dabei, weil er die coolste Angriffsanimation hat. Finde ich zumindest. Das schöne Hit von unten. Ja. Je nachdem, mit wem man das Training abschließt, diese zwei der Freunde schließen sich dieser Gruppe hier an. Paula ist so der Magier-Charakter. Das hat Schlechtes von den Stats her. I can see a light over there. Und Tal ist der Hau drauf. Der trifft nie was. Don't let your guard down. It could be pirates. Kenneth und Jewel sind so die Mittelleute. Kenneth ist leicht schwächer, hat aber diese coole Animation und Jewel ist der zweitstärkste der Charaktere sozusagen. Aber na gut. Wird im Großen und Ganzen nicht relevant sein. Ja. Wir werden. Es könnten Piraten nicht schon wieder. Aber immer ein Boot. Schiff. Menschen. Hallo Menschen. A small suspicious vessel has been spotted on the port side. A small vessel. Could it be an enemy scout? Actually, it doesn't appear to be a scout. It seems to be adrift. Shall we go ahead and secure it? Let's watch it for a while, but make sure everyone's prepared. We may need to defend ourselves. Yes, sir. Händler. Handelsschiff. This is surprisingly well armed for just a merchant ship. I was merely being prudent. Okay. I have been assertive since the day I was born. If that offended you, Captain, please forgive me. They seem to be approaching us. Listen to me, Colton. Keep acting like a merchant for a little while longer. If we end up engaging in combat, I will take command. Yes, sir. I understand. Colton. Aha. Random name drop. Ein Glück, es ist nur ein Handelsschiff. Ein schwer bewaffnetes anscheinend. Naja. Vielleicht kann ich es überreden, mich an Bord zu nehmen. Du kannst mit ihnen segeln oder mit uns. Es ist deine Entscheidung, Chipu. Chipu. Boah. Hey. Warum rammst du uns? What is it? What may I ask are you doing out here in the middle of the ocean at this hour? Was ist los? Noch mein Net, okay. Where's the ship headed? We appreciate you rescuing us. So, is there a...
Could you share some of your food with us? Oh, but before we get to that, can we get a chart? My stomach's grumbling. Some cheese would be nice. Dein Maul. Quiet, quiet! You're giving me a headache. One at a time. I'll hear you out later. You all need to calm down. Perhaps now's a good time to get some rest. Immer nur ausruhen, ausruhen, ausruhen. Guten Tag. Besatzungsmitglied. Ich kenne so unser Schiff nicht. Wir befahren diese Route noch nicht lange. Vielleicht kommen wir mal ins Geschäft. Ja, Händlerschiff halt. Dieses Schiff wird hier bis morgen vor Anker liegen. Wir wollen hier ein anderes Handelsschiff treffen. Ah, okay. Und du siehst wichtig aus. Ah. They're here early. I'm sure that you're all tired. Go ahead and get some rest. Okay, gehen wir pennen. Lieber nicht böse hinterfragen, was da los ist. Nö, nö. Ich soll ihn in Ruhe lassen. Macht Sinn. Das hier geht uns alles nichts an. Wir haben Glück, dass wir, naja, gerettet sind. Sozusagen. Jo, rein. Nun, ich gehe, was auch ja. Geh jetzt, mach dich gemütlich, ruh dich aus. Oh, Bankpen hier, wa? Stellst mich direkt vor dem Safe Point. Okay, ich benutze ihn ja schon. Nur um sicher zu gehen. Aber. Ich hab noch Zeit, also. Ist jetzt die Nacht zu Ende gewesen, einfach so? Ist immer noch Nacht, okay. Bleib zurück. What happened? You arrived ahead of schedule. Sir, there was a disturbance at a nearby island and we came to report it. Where? Is it in enemy territory? Yes, sir. A group of pirates apparently attacked the knights at the village of Rosaril in Gaian. You there! Come out! I see. So you're all knights of Gaian. How interesting. Then I would assume that you're all prepared to face your fate. Eigentlich sind wir keine Ritter. We are ex-knights of Gaian, genau. To be exact. We can never go back. I'm no knight. Halt's Maul. I have heard enough. I'll make sure that your clamoring stops. By your leave, Captain. I suppose it can't be helped. Okay. Ja, ne? Gib ihm. Oder auch nicht. Ja gut. Ich erkenne, wenn ein Kampf gescriptet ist. Ja. Nee. Keine Chance. This doesn't look good. Duh. Sink or swim. Let's get out of here. Duh. You're not getting away. It doesn't matter. Let them go. Besides, we shouldn't waste our time with these amateurs. But, Sir Troy. Troy. Ultimately, they're just weaklings who cannot show their faces in their homeland. Forget about them. The sea will decide their fate. Understood. The captain certainly is spineless. Rückgratlos? Naja. Er hat schon recht, warum überhaupt bekämpfen? Huluk-Soldaten, na schau an. Das erklärt ja so einmal alles. Deswegen seid ihr Feinde, ja? Schön gemacht, Katze. Ihr haltet viel aus. Und jetzt haltet ihr noch mehr aus. Come on. Ah.
Yay, oh ja, voll Heilung durch Level Up. Ach, oh, schön. Immer wieder. Oh, ich kann wahrscheinlich einen Schritt gehen. Ah, ah, okay, paar Schritte mehr. Ist kein Random, sondern Script, I guess. Tschüss. Na, wer macht das? Wow, auf ihn! Die Katze macht viel Schaden. Ich mach ein bisschen mehr, okay. Heilung, yay. The ship is still there. Hurry up! Ja, Flucht. Na ja, gut. Alle einheitlich angucken. Gut. Und? Ist ja gut. Weiter schon. Los, weiter rudern. Schnell, weg hier. Gut, dass wir vier haben. Vier Paddel. Für You'll all die at sea anyway. Genau. Für geplante drei. Had you been able to return to Gaien, you would have been killed by us. Na gut. They're not coming after us. We're safe. Ja gut. Troy. That's the Troy the Commander spoke about. In dieser Anfangsrede, ne? Der Typ, der... Was war das? Alle allein besiegt hat oder sowas, weil er OP ist? Keine Ahnung. Egal. Ich sehe das mal als ein abgeschlossenes Kapitel und beende deswegen heute die Folge hier. Dö-dö-m. Mal speichern und so weiter nochmal.